Der Wald- und Wiesen-Podcast. Mit Sebastian Netter. Es ist September 2024. Ich stecke mitten in den Vorbereitungen für ein ganz besonderes Projekt. Mein Name ist Sebastian Netter und ich bin der Initiator der Wald- und Wiesenkonzerte mit der Bonsai-Bühne. In diesem Jahr habe ich mich einer neuen, herausfordernden Aufgabe verschrieben. Wir feiern 1250 Jahre Westfalen, initiiert durch die LWL Kulturstiftung. In Zusammenarbeit mit europäischen Musikern, die eine besondere Verbindung zu Westfalen haben, werde ich traditionelle Volkslieder neu interpretieren und in einem modernen, jazzigen Gewand präsentieren. Der Weg dorthin ist intensiv, viele Telefonate werden geführt, Recherchen zu Musikern in Europa und sogar Übersee laufen auf Hochtouren. Und die Auswahl der Lieder ist eine anspruchsvolle Aufgabe. Doch genau diese Herausforderungen machen das Projekt so spannend und einzigartig. Es geht darum, das kulturelle Erbe Westfalens mit frischen internationalen Einflüssen zu verbinden und es auf eine Weise zum Leben zu erwecken, die sowohl die Tradition ehrt, als auch neue Wege geht. Ich möchte Sie auf diesem Weg mitnehmen und Ihnen viele Erkenntnisse rund um die Volkslieder und ihre Bedeutung für unsere heutige Zeit näher bringen. Denn diese Lieder sind mehr als nur musikalische Relikte. Sie sind Teil unseres kulturellen Gedächtnisses, das es zu bewahren und gleichzeitig neu zu entdecken gilt. Ich habe mich kürzlich in meinem Garten mit Stefan Keim über dieses faszinierende Thema ausgetauscht. Wenn Sie möchten, hören Sie sich doch den aktuellen Stand der Dinge an, den wir beide auf unterhaltsame Weise im doppelten Wortsinn zusammengetragen haben. Bleiben Sie dran, denn es wird eine musikalische Reise, die Sie nicht verpassen sollten. Hallo, wir möchten euch ein sehr interessantes Projekt vorstellen, die Verbindung von Volksmusik, Volksliedern und Jazz. Und das möchte eigentlich dieser Herr hier machen, Sebastian Netter. Seines Zeichens Musiker, Drummer, aber eigentlich universalist, obwohl das eigentlich auch Universal-Instrumentalist. Aber du bist auch Veranstalter. Du hast die Wald- und Wiesenkonzerte ins Leben gerufen und hast eine mobile Bühne selbst gebaut. Das alleine wäre schon Stoff für viele, viele Stunden. Aber heute geht es vor allen Dingen um Volksmusik und Jazz. Damit beschäftigst du dich mit deiner Band ja schon seit einigen Jahren, oder? Richtig, genau. Wir haben, Band ist schwierig zu sagen. Eine Band ist es ein festes Programm, feste Besetzung gibt es da. Ja oder nein. Im Jazz ist das üblich, dass man da wechselnde Beziehungen hat. Aber die Auseinandersetzung mit Volksliedern, die gibt es schon sehr lange. Und in diesem Fall hat es dann eben auch, weil wir jetzt schon so lange mit diesen verschiedenen Musikern arbeiten, habe ich denen den Auftrag gegeben, beschäftigt euch mal mit diesen Volksliedern. Hier ist eine Melodie, die meisten kennen die ja. Und mach mal was draus, quasi aus dem Metier, das du kennst, nämlich Jazz. Ja, verbinden wir die beiden Sachen. Das ist möglich. Wir haben da auch wirklich schöne Sachen zustande bekommen. Und, aber der Beweggrund war eigentlich der für die Volkslieder folgender. Und zwar, wenn wir als Jazzmusiker uns hinstellen und spielen tolle Jazzlieder aus Amerika, das American Songbook und so, wirklich also hervorragende, fantastische Lieder, fantastische Songs, die Harmonik und so, unfassbar schön. Und natürlich hat das einen Hintergrund, in dem Woodville und Hollywood-Theater. Auch Gospel, ne? Also Gospel, der Jazz hat ja eine Wurzel auch. Ne? Klar, natürlich Blues und so weiter. Ne? Die Sachen, das ist so ein großes Konglomerat aus vielen verschiedenen Einflüssen, die da stattgefunden haben. So, und mich hat dabei aber immer Folgendes fasziniert oder konnte ich gut beobachten. Im Publikum sitzen immer Leute, die dann da so mitwippen und wenn sie des Englischen mächtig sind, natürlich dem auch folgen können. Viele können es nicht, weil sie des Englischen nicht mächtig sind. Das gilt insbesondere, wenn wir brasilianische Lieder spielen. Das geht mir auf jeden Fall so. Ich finde das eine wunderschöne Sprache. Ich verstehe kein Wort. Auch nach Jahren nicht. Und es fehlt die Verbindung unserer Zuhörer hier in Deutschland zu dem Liedgut, was wir dann da spielen. Also wenn wir jetzt, was weiß ich, einen Jazz-Standard spielen, wenn es um Bebop geht, ist wieder was ganz anderes, aber es fehlt diese Verbundenheit, wenn ich in Amerika, und ich war da öfter, gespielt habe, oder auch in anglosächsischen Ländern, wo diese Stücke bekannt sind, da singen alle Leute diese Lieder auch mit und kennen das und kennen die Melodien und können die einordnen. Wenn das hier allerdings so ist, dass man zum Beispiel I Thought About You spielt,
Das ist eine tolle Melodie, ganz wunderbar. Problem ist nur, dass die Leute, die da jetzt im Publikum sitzen, dem nur zum Teil folgen können und gar nicht verstehen, was wir da machen. Also ich glaube, wichtig zu sagen ist, weil bei Jazz denkt man ja manchmal auch an so sehr intellektuelle Dinge, ne? Also wo dann wirklich die Experten dann die Soli vergleichen und sowas. Aber das ist dann genau überhaupt nicht dein Einsatz. Du willst sogar, dass die Leute mitsingen? Ja, das sowieso. Das finde ich ganz wichtig, dass man innerlich anschließen kann an das, was man da hört. Ja, dass es eine Verbindung gibt durch die Melodien, durch die alten Melodien, die wir jetzt benutzen, funktioniert das hervorragend. Und wenn wir jetzt, was weiß ich, so einen Gassenhauer spielen, wie Horch, was kommt von draußen rein, wo eigentlich so, sagen wir mal, den intellektuellen Jazzmusikern, ich will jetzt niemanden beleidigen, aber dann die Fußnägel hochpellen, weil sie denken, was ist das denn, ein Horch, was kommt von draußen rein, holla, hi, holla. Das klingt erstmal doof, aber wenn man es anständig spielt mit einem schönen Train-Rhythmus, mit einem, mit einer tollen Harmonik, die man da drunter setzt, dann ist die Melodie ja nur das Vehikel, um nachher darüber zu improvisieren. Und wenn wir dann schon improvisieren, dann über ein Stück, das alle kennen. Weil dann können die Leute das weiter singen. Und ich habe es oft erlebt, dass Leute gekommen sind nach dem Konzert und haben gesagt, ich habe zum ersten Mal verstanden, was ihr da macht. Also bleiben wir mal bei dem Beispiel, weil Horch, was kommt von draußen rein? Da denkt man ja wirklich, holla hi, holla ho. Das hat so was Bäuerliches, Stampfendes. Ja, genau. Und ist das dann so, wie man es zum Beispiel auch so mit Bach oder Klassik gemacht ist? Dann Horch, was kommt von draußen rein? Holla hi. So in diese Richtung. Gut, das würde ich jetzt so, wie du es gerade gesungen hast, vielleicht nicht unbedingt machen. Aber natürlich haben wir jetzt einen Rhythmus gewählt, der so erinnert an Country. Musik so ein bisschen, ne? Und der Rhythmus ist schon ein bisschen so ausgesucht, weil wir natürlich auch bei dem Schreiben der Stücke oder bei dem Umschreiben der Stücke darauf geachtet haben, dass wir nicht zu weit von dem weggehen, was die Leute singen würden. So, und das hat sich dann... Es bleibt erkennbar. Es bleibt total erkennbar. Also unsere Sängerin, mit der wir viel zusammenarbeiten, die Gabi Goldberg, macht das ganz hervorragend. Das hat sich dann auch so ergeben, ganz spontan, dass wir das gesungen haben. Und die Leute mit dem Holla hi, holla ho geantwortet haben. Und das ist natürlich eine sehr schöne Kommunikation. Ah. Ne? So, wenn wir singen, euch was kommt von draußen ran. Und dann fingen die alle. Und mittlerweile ist es jetzt so, dass wir dann echt aufhören zu spielen. Weil die stehen dann auf und singen das und dann setzen sich wieder hin. Jetzt kann man natürlich klar sagen, dass das volksmusikalisch wäre. Oder aber alle sind fröhlich dabei. Ja? So, und jetzt kommt der Punkt, nachdem das passiert ist, können wir spielen, was wir wollen. Wenn das Harmonieschema, das können wir so schreiben, dass das wirklich was hergibt, dass jemand, der gut improvisieren kann, darüber auch wirklich Spaß hat, eine schöne Improvisation zu spielen und sich auch Zeit zu nehmen und so weiter. Und dann versteht man, was eigentlich Improvisation ist, weil es ist ja nicht so ins Blaue hineingespieltes Zeug, sondern es bezieht sich ja auf die Melodie, auf die Harmonik und das, was der Text zum Ausdruck. Da wollte ich gerade drauf zu sprechen kommen, weil du gesagt hast, ihr schreibt. Das heißt also, ihr nehmt nicht einfach die Volkslieder und dann ab dafür und wir improvisieren, sondern es gibt erstmal ein Arrangement. Richtig. Man muss auf jeden Fall, und jetzt, das ist ein ganz interessanter Punkt, der mir das Arbeiten an dieser Geschichte so viel Spaß macht. Man muss wissen, die Volkslieder sind in ihrer Melodieform nie so überliefert und nie so erfunden worden, sondern wenn man ganz genau nachforscht, weiß man es eigentlich nicht so ganz genau. Die ersten, ich habe hier so ein Buch, die Gebrüder Grimm und hier zum Beispiel der, wie heißt er? Ich kann das ist jetzt Altdeutsch. Altdeutsch. Komme ich gleich drauf, wie der Mann heißt. Die haben sich hingesetzt und haben zum ersten Mal versucht, auch die Sachen wirklich aufzuschreiben. Und dann stellte sich auch heraus, viele Melodien sind gleich. Und haben andere Texte. Der Mai, alles neu macht der Mai. Da, 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 di, da, 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 di, di, di. Aber das ist auch eine Melodie für ein anderes Volkslied, was wir alle kennen. Ne? Mhm. So, und jetzt setzen wir uns hin und sagen, okay, was machen wir mit den Melodien? Ich habe mir die künstlerische Freiheit genommen und das auch meinen Leuten, meinen Musikern gesagt, nehmt euch die Freiheit, das Ding auch zu verändern. Also jetzt nicht im Original das so zu spielen, sondern zu sagen, wir weiten die Melodie aus, wir setzen noch einen Formteil ein, wir machen noch eine Improvisation hier. Also klassisch neu interpretieren eigentlich die ganze Sache. Und das ist, Volkslieder sind ja immer Zeichen der Zeit gewesen. Und dann ist es das jetzt eben auch. Wie ist denn das mit den Texten? Denn das ist ja so Natur, die Liebe, aber auch so ein bisschen rückwärtsgewandt, oder? Wem Gott will rechte Gunst erweisen oder sowas, das wird ja heute keiner mehr schreiben. Wo kommt da so eine Relevanz für heute her?
Die Relevanz liegt in erster Linie darin, dass wir unser kulturelles Erbe ansprechen. Und für mich als Musiker und in meiner Erfahrung geht das sehr viel weiter. Wir haben ein kulturelles Gedächtnis, ein gemeinschaftliches kulturelles Gedächtnis. Die Archaik dieser Melodien und die Texte haben einen Widerhall. Jetzt muss man ganz klar sagen, dass es einen großen Bruch gab in unserer Geschichte, nämlich als die Nazis diese Lieder für sich beansprucht haben und auch eingesetzt haben, um ihre ganze Philosophie und alles, was dahinter steckte, an junge Leute zu bringen. Als meine Eltern groß wurden nach dem Krieg, haben die zwar durchaus noch diese Volkslieder gesungen, aber es war immer so ein Deckel drauf, das sind Nazi-Lieder, die singen wir nicht mehr. So, das hat sich in der Schule ganz stark, das wurde nicht unterrichtet. Es gab wie ein paar Lehrer und die wurden als reaktionär angesehen, die gesagt haben, wir singen aber noch diese Lieder. Und jetzt entsteht was für mich aber ganz Schönes und auch Versöhnendes. Ich habe diese Verbindung zu den Nazis nicht mehr, weil meine Eltern haben die zwar gehabt, da gab es durchaus auch sehr intensive Verbindungen noch. Und Erlebnisse natürlich, aber ich habe das jetzt nicht mehr. Mir ist in Erinnerung, dass wir gemeinsam gesungen haben, mehrstimmig, was ich besonders schön finde, und diese ganzen Lieder eigentlich diesen ganzen Hintergrund gar nicht hatten. Der ist immer nur entstanden, dadurch, dass mir das einer erzählt hat. Gut, das Horst-Wessel-Lied würde ich jetzt nicht unbedingt singen. Das ist vielleicht jetzt auch für den Jazz nicht so geeignet. Es gibt einfach Lieder, die sind dann wirklich vergiftet. Richtig, ne? Die sind vergiftet und auch zu dem Zweck geschrieben worden, muss man ganz klar sagen. Aber in der Zeit oder eben aus den Jahrhunderten sind natürlich Lieder überliefert, die so wunderschön sind. Wie zum Beispiel, es führt über den Main eine Brücke aus Stein. Der Inhalt dieses Liedes ist das Lied kommt scheinbar aus dem 13. Jahrhundert oder so, ist irgendwo bei Würzburg, Ochsenburg mal entstanden. Und es geht um den Tod. Die Brücke ist ein Sinnbild für, wie zum Beispiel in den modernen, modernen Liedern, auch Jazz, der River Styx, das ist dieser, eigentlich gibt es den auch in New York, aber Styx ist ja eine griechische Sage und so weiter. Also geht über den Fluss und kommst du auf der anderen Seite an. Ich war im Urlaub an der Stelle, wo dieser Styx gewesen sein soll. Sein soll, okay. Das ist heute auf dem Gebiet der Türkei, in der Ägäis-Region. Ja. Aber so schließen sich dort immer wieder Kreise. Und was wir was ich jetzt eigentlich erlebe und was ich so schön finde, ist, dass die Leute doch sehr gerne zusammen singen. Und jetzt ist es nicht so, dass man diese Lieder singt wegen der Texte. Ja? Sondern die sind wirklich ein bisschen altmodisch und manchmal auch irgendwie verstaubt und die klingen dann komisch oder so, würde man heute definitiv nicht mehr schreiben. Aber wir haben ein Konzert gemacht mit der Elisabeth Tuchmann und zwar unter dem Motto Samba mit Allemann. Das war so ein Wortspiel. Ne? Allemann ist eben auch Alemannia. Ähnlicher Hintergrund, viele Auswanderer sind aus Deutschland nach Brasilien gegangen. Es gibt da ja Blumenau, eine der größten deutschen Enklaven in der Welt, die auch ein Oktoberfest haben und ganz eigene Kultur, deutsche Kultur. Sieht aus wie im Schwarzwald da hinten in Bayern. Ach. Lachst dich tot, ja, musst du angucken. Und jetzt ist dahin natürlich ein Teil unserer Kultur exportiert worden. Die singen auch noch teilweise so alte Lieder da. Ne? Und so, jetzt wurde dann diese Kultur im Barockzeitalter wurde diese Kultur mit der indigenen Kultur vermischt und den Sklaven, die da gelebt haben und all sowas. Und da gab es jetzt ein Riesenkonglomerat und dann ist diese brasilianische Musik entstanden. Nicht der Bossa Nova, das ist wiederum entstanden aus dem Samba, der wiederum dann, und er schlacht sich tot. Und Elisabeth ist hier groß geworden. Wir haben denselben Hintergrund, haben wir festgestellt, wir haben dieselben Lieder mit unseren Eltern gesungen, im Frühtau zu Berge und so. Und Elisabeth hat einen Heidenspaß dran gehabt, weil sie nämlich jetzt der brasilianischen Musik total zugewandt ist und das auch super spielt, so, die Sprache super beherrscht und sehr gut Gitarre spielt und so. Und dann hat sie erst so reagiert, dass sie sagte, Volkslieder, weiß ich nicht. Und eine Woche später rief die mich an und sagte, ihr wären die Tränen runtergelaufen, als sie es gesungen hat. Und das ist auch bei dem Auftritt passiert, dass die Leute, die da gesessen haben, zu Tränen gerührt waren. Wir hatten zum Beispiel ein Kinderlied gesungen, was war das, ein Wiegenlied. Die Blümelein, sie schlafen. Und da waren ältere Leute dabei, weil sie sagte, das hat meine Mutter mir immer vorgesungen. Ja, und dann haben die alle, fanden sie toll. Und es geht, wie gesagt, nicht unbedingt um den Text dabei, sondern das ist ein Wiedererkennen. Das ist das für mich das kulturelle Gedächtnis, was wir gemeinsam haben, dass sich die Leute daran irgendwie erinnern. Und
bei dem Konzert ausgerechnet war es dann so, was selten passiert, dass Kinder dabei waren, die Volkslieder kannten. Das waren natürlich jetzt Kinder von Musiklehrern oder so. Mhm. Aber es war echt schön. Also dieses Erlebnis zu haben, gut, das ist so. Ich bin überzeugt, dass wir jetzt Taylor Swift-Fans nicht unbedingt überzeugen werden, unserer Musik zu lauschen, weil das auch noch, und ich will dabei Taylor Swift jetzt überhaupt nicht irgendwie diskreditieren, das ist eine ganz andere Welt, eine andere, und als ich Teenager war, habe ich weiß Gott auch. Ach du, ich weiß aber gar nicht, weil ich erlebe eigentlich, ich habe ja 3 Kinder, ja, und bin oft sehr überrascht, dass die so verschiedene Abgrenzungen, die wir so in unserer Jugend im Kopf hatten, überhaupt nicht kennen, sondern sich eigentlich bei allem das raussuchen, was sie irgendwie anspricht. Und ich glaube, so eine Offenheit ist gerade in der jungen Generation sehr stark. Du hast recht, da muss ich auch sagen, das stimmt. Ich habe bei meiner Tochter erlebt, dass die Musik aus den 70er Jahren total cool findet. Da war ich erstaunt. Das hat unter anderem mit diesem Film zu tun, Guardians of the Galaxy. Ja, ja. Oh. Und die Musik, und die ist dann bei den Kids total eingeschlagen. Gut, das sind immer so, muss man gucken. Großartiger Soundtrack. Aber jetzt ist ja so, dass das ist ja im Prinzip ein Projekt, das machst du seit einigen Jahren, ja, läuft super. Aber jetzt dieses Projekt, über das wir reden, ist ja eine weitere Stufe. Richtig. Genau, was hast du jetzt damit vor? Es geht nicht nur darum, dass du mit deiner Band und den wechselnden Mitgliedern fröhlich weiter durch die Gegend ziehst. Das machst du sowieso. Was kommt jetzt neu? Also, die LWL Kulturstiftung hat ein Jahresprojekt ausgeschrieben für 2025. Und das heißt 1250 Jahre Westfalen. Vor im Jahr 775 muss es dann jetzt ja gewesen sein, ne? Richtig. Ja. Sowas in der Ecke wurde Westfalen zum ersten Mal in irgendeinem Schriftstück erwähnt. Das ist zum Anlass genommen, jetzt Westfalen-Lippe mit einem Großjubiläum zu feiern, in Szene zu setzen, wie auch immer man das sehen möchte. Und zudem waren eben Künstler aufgerufen, ein Projekt einzureichen, etwas dem beizusteuern. So, jetzt kommt eine Idee, die ich schon letztes Jahr einmal durchgeführt habe und dieses Jahr gerade durchführe mit meinen holländischen Freunden, nämlich das Jumelage-Projekt. Jumelage heißt ja Städtepartnerschaft. Und mein Ziel ist es, Musiker zu finden. Man muss vielleicht noch dazu sagen, ich arbeite in erster Linie im ländlichen Raum. Ich arbeite nicht in großen Städten. Das hat verschiedene Gründe, können wir ein andermal drüber sprechen, aber ländlicher Raum ist für mich sehr wichtig. Ich bin selbst vom Land, ne? Also ich bin wirklich ein Landei aus Osterweg, Rosendahl und zwischen Bauern und Feldern groß geworden. Der Grundstein für meine Liebe zu Volksliedern ist da entstanden, weil mein Vater Musiklehrer war an der entsprechenden, an den entsprechenden kleinen Schulen da. Und ein großer, der hat unglaublich viele Leute musikalisiert. Mit dieser Musik, auch mit Volksliedern in Verbindung gebracht, aber eben auch mit Rockmusik. Der war schon sehr fortschrittlich, hat ganz viel Sachen gespielt damals. Also mein musikalisches Feld ging von Johann Sebastian Bach über Janis Joplin zu den Earth, Wind and Fire und Miles Davis. Aber die ganz harten Miles Davis Aufnahmen, Bitches Brew und das ganze Zeug. Das habe ich alles gehört gleichzeitig. Insofern war ich auch nie gefangen in irgendeiner Blase oder so. Jetzt muss ich den Bogen finden. Der Bogen ist der, dass ich jetzt anfange, Menschen zu finden im europäischen Ausland, die so ähnlich leben oder groß geworden sind wie ich. Ja, so. Und am liebsten dann eben in Gemeinden, in Kreisen oder in kleinen Dörfern, das sind Zufallsprodukte, erkläre ich gleich noch, wie das da überhaupt zu kommt, die zu finden, denen unsere Volkslieder zu geben und zu sagen, mach mal was draus. Wie empfindest du das? Dann kriegen die von mir das Lied im Original oder in einer Choraufnahme, Original geht ja so in dem Sinne nicht, in einer schönen Choraufnahme oder sonst irgendwie mit einer Übersetzung des Textes, und dann sollen die da mal was anderes draus machen. Und die sitzen bei sich zu Hause und erarbeiten das? Oder kommen die hierhin? Weil die kommen dann auch. Es gibt ja auch so Residenzen und so, ne? Die Idee ist dann zu gucken, sind die in der Lage, das zu adaptieren? Also sie müssen jetzt nicht meinen Erwartungen entsprechen, sondern machen die was Überraschendes oder sonst irgendwie, setzen sich mit dem Thema auseinander. Und dann würde ich die einladen, hierher zu kommen und mit Musikern von hier oder eben gemeinschaftlich vielleicht aus anderen Ländern. Das ist gerade in der Planung, das wissen wir noch nicht so genau, wie das funktioniert, weil es ganz schön schwer ist.
Aber die dann zusammenzurufen, zum Beispiel in der Musikakademie in Heeg oder in Remscheid oder so, oder wo auch immer, kann es gibt noch andere Zusammenkünfte geben, dass wir dann ein paar Tage zusammen leben und arbeiten und das dann in den Gebieten, in denen wir arbeiten wollen, also jetzt im Land, also wie gesagt, Westfalen-Lippe, in kleineren Orten oder so zur Aufführung zu bringen. Das ist eigentlich das Ding. Und das dann auch aufzunehmen und auch die Noten. Ich möchte gerne das, was wir daraus machen, auch in Notenform der Öffentlichkeit zugänglich machen. Das finde ich auch ganz schön. Ich meine, diese Kombination ist ja was ich mich jetzt eigentlich so gar nicht bisher erinnere, weil es geht dann ja um Konzerte im ländlichen Raum, wahrscheinlich auch zum Teil wieder mit deiner mobilen Bühne, die man ja überall aufstellen kann, auf jedem Acker, die selbstversorgend ist, auch energietechnisch, und dann da wirklich den Leuten dann diese Musik bringen kann. Aber gleichzeitig eben auch, was man immer so schön mit Nachhaltigkeit benennt, ne, auch eine, kann man so sagen, wissenschaftliche Auswertung des Ganzen? Das wüsste ich, also das wäre jetzt schon eine wissenschaftliche Auswertung. Das ist vielleicht zu viel. Ist zu viel, ne? Also vielleicht kommt noch ein Musikwissenschaftler, der daran Spaß hat. Aber es entsteht so ein Konglomerat, auf dem dann auch andere weiterarbeiten können. So ist es. Also es entsteht ein Notenbild, ne? Ein Notenbüchlein oder wie auch immer. Das wird ja digital heutzutage gemacht. Und wir werden das öffentlich zur Verfügung stellen, dass Leute das nutzen können, um damit mehr zu machen. Aber in erster Linie geht es Open Source, sagt man. Open Source, genau. Open Source. Dass die Stücke überhaupt mal wieder. Ich habe zum Beispiel hier da vorne, wenn du da mal rüber, dieses kleine rote Büchlein einmal. Soll ich das holen? Einmal holst. Ja, du musst da aufpassen, dass es jetzt nicht in die Kamera läuft da, aber... Mein Liederbuch. Richtig, da habe ich ein Schulheft draus gemacht. Das nehme ich zu allen Veranstaltungen mit, verschenke das. Und da stehen die ganzen Volkslieder drin, die wir schon bearbeitet haben, aber im Original. Also zu den Veranstaltungen, wenn ihr spielt, dann kriegt das Publikum. Richtig, und das Publikum, die können dann da direkt... Und wir ausgewählte Lieder singen wir ganz so, wie uns der Schnabel gewachsen ist, wie wir es kennen. Ne? Das kennt hier zum Beispiel kaum jemand. Nun leb wohl, du kleine Gasse, ja, nun leb wohl, wunderschön, hat der Sebastian Altekamp eine ganz tolle Harmonisation für eine Ballade, eine Jazzballade draus gemacht. In A-Dur. Ja, das ist ganz wichtig. Drei Kreuze. Da habe ich drei Kreuzzeichen drüber. S und S, das kenne ich wiederum. Aber ich wäre auch nicht textsicher. Also das ist ein bisschen wie Gesangbücher in der Kirche, aber die muss man immer zurückgeben. Nee, und jetzt habe ich extra hier vorne das Loten, weil das ist mein Liederbuch, da soll dann jeder seinen Namen draufschreiben, zu Hause auf dem Küchentisch liegen lassen, und wenn einer fragt, was ist das, sofort anzufangen zu singen. Das wäre jetzt meine. Und sagt dann immer den Leuten, wenn wir dann ein Jahr später wiederkommen, frage ich alle Lieder ab. Das wäre ganz, ganz wichtig. Da ist dann das Erbe des Lehrervaters richtig. Doch noch ein bisschen in dir geblieben. Pädagoge, genau. Ja, das ist schon cool. Und naja, in dem Zusammenhang muss ich jetzt natürlich auch viel forschen, weiter forschen, weil es geht ja um Westfalen, und ich habe etwas gefunden im Antiquariat. Ein Buch Westfälische Volkslieder in Wort und Weise. Das Programm nenne ich auch oft alte Worte, neue Weisen. Mhm. Ne, so ein bisschen so eine Wortspielerei. Nicht mit AI? Nein. Und jetzt suche ich halt hier in diesem Buch von 1879 nach Liedern, die mit Westfalen weitestgehend in Verbindung stehen. Und wir werden uns dann zusammensetzen und gucken, was wir daraus machen können. Viele von den Liedern werden hier nicht bekannt sein. Niemand wird die wirklich kennen. Zeig mal, darf man das anfassen? Selbstverständlich. Es zerfällt nicht, wenn man das anfasst. Nein. Auch keine weißen Handschuhe oder so. Ich mache jetzt mir mal einfach hier so diese Nummer mit, die schlagen mal irgendwo auf. Da sind teilweise die Seiten noch. Die muss man dann noch. Oben zusammengeklebt, guck mal hier. Oder, nee, hier ist ausgerechnet nicht. Da ist mal ausgerechnet. Ja, hier ist jetzt ganz ordentlich. Sachen kann man öffnen, andere Seiten sind noch nicht voneinander getrennt. Und da ist auch gleich etwas, was ich noch nie gehört habe. Auf meinem Grab, da liegt ein Stein. Auf meinem Grab, da liegt ein Stein, also wird wiederholt. Drauf soll dein Name geschrieben sein, drauf soll dein Name geschrieben. Da ist ja alles gesagt. Das ist alles genau. Das erinnert mich an ein anderes traumhaftes Zitat, Liebeslied, ne? Fängt an wie irgendwie tot, und es ist ein Liebeslied. Ja, genau, aber auf dem Grab ist ein Stein und soll dein Name draufstehen, das ist eigentlich eher Verhöhnung, habe ich so das Gefühl. Ah, hier habe ich was. Jetzt können wir das mal versuchen. Ja. Und da erleben wir jetzt was ein Lied, das Vorsicht, da muss man mit dem Messer reingehen, sonst zerstörst du das. Dann gucke ich mal hier so. Oh, das ist was Plattdeutsches hier. Huupji Rutas.
Kannst du platt? Ja, wie soll das Mütgen malen hier? Wie soll das Mütgen malen? Guck mal, ganz, ganz vorsichtig. Nehmen wir mal das hier. Ich habe schon einen Riss reingemacht. Wir ziehen Schnürkeit immer Tüss. Nur up hier Routes. Ja, das sind nur auf, du Reiter heißt das hier. Das muss man dann mal nur in Ruhe machen. Ja, das muss man in Ruhe machen, bevor ich hier noch was kaputt mache. Die Frage ist, ob wir das dann plattdeutsch machen. Eine so, Fundgrube ohne Ende. Ja, ich meine, plattdeutsch ist ja auch sowas. Ich kenne das ja vom Theater her auch. Da gibt es ja hier in Münster zum Beispiel auch ein plattdeutsches Theater. Da bin ich letztens mal gewesen, habe die mal bei der Probe besucht. Die ganzen jungen Leute haben mir gesagt, sie müssen das lernen wie eine Fremdsprache. Absolut. Ne? Aber sie machen es einfach, um es auch am Leben zu erhalten, weil es eben halt auch Stück Heimat ist. Okay, ne? Das ist jetzt interessant. Gut, ja, also wirklich, die haben auch einen, die Alten, die können das noch teilweise. Und manchmal haben diese plattdeutschen Theatergruppen auch richtig so Dialektcoach, wie man das aus den Sachen kennt. Also hier mit diesen Liedern auch so ein plattdeutsches Element am Leben zu halten, ne? Das ist auch schon. Das kriegen wir auf jeden Fall hin, weil unsere Sänger und Sängerinnen des Plattdeutschen mächtig sind und ich auch, also ich kann es sprechen. Für uns ist das eine tolle Möglichkeit, in diese Kultur wieder reinzuschnuppern und das auch vorbehaltlos, ohne dass wir uns jetzt irgendwo ran stoßen, sondern wir gehen einfach erstmal ganz jungfräulich an diese Geschichte ran und versuchen das eben auch für uns musikalisch aber auch interessant zu machen. Also es ist jetzt, wenn uns das zu schwierig ist und man muss da rumbiegen oder so, dann lassen wir es sein. Wie ist denn das mit der Besetzung? Ich meine, du bist Schlagzeuger in erster Linie, dann wird es Drum und Gitarre und so weiter geben. Ich glaube, bei der Volksmusik stellen viele auch die Frage nach der Blasmusik, weil gerade so Blechblas, das liegt vielen Volksmusikfans, die ich kenne, sehr am Herzen. Wie ist denn das bei euch in dem Projekt? Also da nehme ich jetzt keine Rücksicht drauf. natürlich habe ich viele Freunde, zum Beispiel Stefan Schulz ist jemand, der die Landesjugend Big Band mitleitet und auch sehr viel geschrieben hat und unter anderem eben auch mit der Blasmusik groß geworden ist. Ich selber bin ein großer Fan von guter Blasmusik, absolut. Ich finde das ganz fantastisch und auch da gibt es tolle Arrangements und so und da kann man durchaus historische Arrangements auch spielen und die Art und Weise, wie es gespielt wird, ist ganz toll. In meinem Fall wird es jetzt so sein, ich muss nehmen, was ich kriegen kann, um es mal flapidar zu sagen. Wenn ich einen Akkordeonspieler aus Orléans bekommen kann, der auf sehr hohem Niveau Jazz-Akkordeon spielt, dann würde ich den nehmen. Dann brauche ich keinen Pianisten mehr, weil wir dann ein Harmonieinstrument haben. Ich kann mit einem Gitarristen aus Sheffield arbeiten. Ich kann mit einem Klarinettenspieler arbeiten. Ich kann, und je nachdem, wie die arbeiten, so 5 oder 6 Leute kann ich auf eine Bühne bringen und wir werden zusammen einen Klangkörper bilden. Das klingt aber so, als ob du noch richtig völlig auf der Suche bist. Ja, natürlich. Und du hast doch bestimmt schon noch ein paar Leute schon im Auge, oder? Natürlich, ist ja logisch. Man hat seine. Aber ich bin jetzt gerade ganz stark dabei zu recherchieren. Also ich sitze wirklich Stunden und Stunden vor dem Computer. Ich gehe auf Google Maps, suche erstmal die Partnerstädte unserer Gemeinden raus. Also ich habe jetzt zum Beispiel rausgekriegt, dass die Stadt Soest mit sowohl Riga als auch einem Ortsteil von Paris, was natürlich große Vorteile für mich bringt, verwandelt ist. Die Stadt Paderborn ist mit Pamplona verbunden. In Pamplona gibt es eine hervorragende Jazz-Ausbildungsstätte. Da habe ich also auch schon Kontakt aufgenommen. Und jetzt muss man natürlich zweierlei Dinge dann auf jeden Fall beschauen. Das ist ganz wichtig. Ich habe meine Erfahrungen damit gemacht und weiß, wovon ich spreche. Die Leute müssen nicht nur gut sein. Also das muss man erkennen aufgrund der YouTube-Videos oder vielleicht sogar Empfehlungen, die man von Leuten kennt, denen man wiederum musikalisch vertraut. Aber die müssen auch ganz besonders persönlich kompatibel sein, also in ihrer Persönlichkeit kompatibel sein. Also teamfähig nicht den großen Trailer erwarten, sondern sich einbringen, wirklich sich aktiv. Am leckeren, selbstgebackenen Kuchen, den man dann auf dem Lande doch öfter kriegt, erfreuen und dann aber auch keine Star-Allüren. Ja, ich hatte letztens hier eine sehr schöne Dokumentation gesehen auf Netflix, sehr empfehlenswert, über die eine Nacht, wo We Are The World aufgenommen wurde mit Michael Jackson und die ganzen Leute. Da waren eben alle Celebrities, die vorher auf so einer Riesenshow war von den American Awards, waren dann irgendwie so 30 von den berühmtesten Popmusikern Amerikas in einem Raum. Und einer von den Produzenten hatte die grandiose Idee, ein Schild zu schreiben, wo drauf stand handschriftlich, das Foto werde ich mir besorgen, stand über dem Studio stand drauf, check your ego at the door.
Und das ist natürlich genau das, was wir vorher machen müssen. Ich muss gucken, sind die Leute, die meisten Jazzmusiker sind es. Man kann aber durchaus auch mal daneben greifen, weil man kennt die ja alle nicht. Also nehme ich mir jetzt dieses Jahr ganz intensiv, um zu recherchieren. Und natürlich habe ich meine Spezies, die in Deutschland groß geworden sind, sich mit diesem Material auskennen, das einschätzen können. Und die können es auch super arrangieren, weil die verstehen natürlich den Hintergrund. Und für jemand aus Spanien wirkt das natürlich irgendwie komisch, ne, wenn der jetzt irgendwie so nun lebt im Wohl, du kleine Gasse spielt. Aber ich sag dir eins, genau dieses Stück zum Beispiel, Nun lebt denn wohl, du kleine Gasse, ist ein, also unsere Musikliteratur, gerade aus der Zeit, ist geprägt von Sehnsucht. Das ist das große Thema, Sehnsucht nach dem Wald, ne, so diese typischen, ich muss dich verlassen oder so, ne, ich muss gehen und so, ne, diese ganzen Geschichten. Und diese Einstellung gibt es in der brasilianischen Musik ganz genau so, die heißt da eben Saudade. Da geht es immer nur um Schmachten und Liebesschmerz, genau wie in Italien auch. Die meisten Lieder gehen da wirklich um Mama und ich weiß nicht was alles. Da gibt es viele Kongruenzen und die nutzen wir natürlich jetzt gnadenlos aus. Und wenn man eine Melodie, eine Volksliedmelodie nimmt, die ist in erster Linie oft sehr diatonisch und basiert dann auf vornehmlich auf einer Durtonleiter. Da, 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 di, da, da, da. Alle Vögel sind schon da. Alle Vögel, alle. Das macht es ja auch so leicht nachzusingen. Richtig. Gut, wäre jetzt egal, wenn es in Fis-Dur stünde, müsste. Das ist nur, den Leuten egal. Nur schwieriger zu spielen. Beim Singen ist völlig wurscht. Und das Schöne ist, dass man jetzt quasi dann andere Akkorde nehmen kann und auf Mal klingt das wie ein Jazzstück. Nur weil man jetzt zum Beispiel ganz banal auf einem Baum ein Kuhukuk, simsalabim bamba saladu saladim, auf einem Baum ein Kuhukuk saß. Wenn du das als Salsa-Nummer spielst mit den entsprechenden Harmonien, ich sage jetzt mal was ganz, also das ist jetzt so ein bisschen Tech-Talk, aber man kann hier die Harmonien von einem Jazz-Standard nehmen, Joy Spring. Und wenn du jetzt gleichzeitig über diese Harmonien Simsalabim Bamba Saladu Saladim singst, dann klingt das total abgefahren, als ob es dafür geschrieben wäre. Ne? Cool. Und ja. Das macht natürlich, das macht den Jazzmusikern Spaß, weil die können jetzt die Harmonien von, ich weiß, Dizzy Gillespie oder Charlie Parker, einer von denen hat das Stück geschrieben. Oder Lee Morgan, schlag mich tot. Wir können darüber fantastisch improvisieren. Und jetzt kommt der Witz, du musst natürlich jetzt die Melodie auch singen, auf einem Baum ein Kuckuck saß. Und jetzt passiert Folgendes, du singst dieses Lied und in der spanischen Tradition, gerade bei Salsa, improvisiert der Sänger ganz viel und zwar textlich. Der geht auf das Publikum ein, der nimmt sich eine Figur raus und besingt den oder die. Manche Texte sind festgelegt, aber ganz oft ist es dann so, dass bei so einem improvisatorischen Teil der Sänger, und das gilt insbesondere auch für die Musik aus Guadeloupe und so weiter, da wird unglaublich viel Nachrichten werden damit übermittelt, früher jedenfalls so. Und diese Improvisation kannst du jetzt zum Beispiel bei dem Stück, wenn du das als Salsa spielst, kannst du sagen, okay, auf einem Baum ein Kuckuck saß, da kam ein junger Jägersmann und schoss den Kuckuck tot. So, und da kannst du jetzt natürlich zeitgeistmäßig total ablehnen. Was für ein Arschloch, schießt der einfach den Kuckuck tot, wir haben keine mehr und was weiß ich was alles, was man da für einen Blödsinn erzählen kann. Und bei Simsalabim ist das Publikum wieder da. Ah, das klingt faszinierend. Also auf den Punkt gebracht, Volkslieder genießen und sich dabei cool fühlen. Ja, vielleicht cool, ein bisschen zu platt, oder? Bisschen sehr stark so in der Richtung. Cool fühlen, finde ich. Und also ich finde, es hat sowas, es kommt einer Idee entgegen, die ich wichtig finde. Bei allem Respekt gegenüber Traditionserhalt. Und es gibt durchaus auch Leute, die uns sagen, das finden sie überhaupt nicht gut, dass wir das so verändern. Wir möchten das gerne im Original. Und das muss immer so klingen. Also du kennst das. Ja, das gibt es ja auch immer noch. Das Ding ist, A, gibt es das. Und B, kannst du aber mit diesen Leuten durchaus mal ins Gespräch gehen und sagen, okay, dann zeig mir doch mal das Original. Wie sollen sie dir das zeigen? Ja, es gab keine Aufnahmen aus dem 16. Jahrhundert. Allenfalls Kritiken,
Und ich möchte dir jetzt mal eine Kritik vorlesen, die ich so grandios finde. Bosheiten in Dur und Moll also heißt ein, das Buch. Heißt Buch, genau. Sammlung historischer Musikkritiken von Paul Feiler. Und der also in seinem Vorwort auch sehr, sehr schön auf Musikkritiken eingeht und auch dazu Stellung nimmt, dass die Musikkritiker aus den vergangenen Jahrhunderten sehr gebildet waren, was Musik angeht, sehr viel wussten, auch inhaltlich, also auch über musikalische Zusammenhänge. Heute reicht es ja, wenn du einfach irgendwie schreibst, fand ich doof oder so. Das gilt ja schon als Musikkritik. Oder hat mir nicht gefallen, weißt du, so. Aber wichtig ist beim Schreiben, also die Musiker hassen natürlich die Kritiker. Brahms hat zum Beispiel mal über einem Kritiker einen Brief geschrieben und hat gesagt, ich habe ihre Kritik, ich sitze im kleinsten Raum meines Hauses und habe ihre Kritik vor mir. Gleich habe ich sie hinter mir. Das fand ich hervorragend. Aber waren ja auch nicht wenige bei, das Schumann genau. Und so. Ja. Eine Kritik aus 1868 aus der Zeitschrift The Orchestra über Ludwig van Beethoven, 9. Sinfonie. Den ganzen Orchesterpart fand ich außerordentlich ermüdend. Manchmal hatte ich große Schwierigkeiten, überhaupt wach zu bleiben. Als der Chorsatz dann begann, erhoffte ich dies zunächst wie eine Erlösung. Es begann mit 8 Takten eines abgedroschenen Themas, welchen an den Yankee Doodle erinnert. Was diesen Teil der berühmten Symphonie betrifft, so muss ich leider sagen, dass er wunderlich, lächerlich, zusammenhanglos, grausam und schrill ist, wenn sich auch hin und wieder eine verständliche Melodie einfügt. Bei dem unvorstellbaren Geschrei und Lärm konnte man den im Programm abgedruckten Text überhaupt nicht verstehen. Zusammenfassend kann man sagen, dass es sich um eine Musik für indianische Krieger und wilde Völkerstämme handelt. Ach so, ne? Ich meine. Aber hier sind wirklich, also. Wäre denn Freude schöner Götterfunken, hätte das auch inzwischen Volksliedcharakter? Wie ja so einige Sachen, wo du gerade Brahms absolut erwähntest. Ja, der ja. Hat ja Volkslieder, also Lieder geschrieben, die heute Volkslieder sind. Absolut, definitiv. Also natürlich, das sehe ich absolut so. Wir nehmen uns alles vor, was schön ist, was Spaß macht. Brahms ist ganz weit vorne. Bach wäre jetzt natürlich ein bisschen abgegriffen. Das ist mein Gott, ja, also der kommt keiner ran. Von dem könnte man auch Melodien übernehmen oder so. Aber ich möchte so eigentlich doch sehr volksnah bleiben bei der ganzen Sache. Ne? Und auch wirklich das Gefühl den Leuten vermitteln, hey, wir spielen hier Jazz. Das kann auch, ich bin ja mit so vielen verschiedenen Stilen groß geworden. Ich mag Dixieland total. Und warum sollen wir nicht, es war früher übrigens in den 60er Jahren ganz üblich, dass Dixieland-Musiker diese Lieder gespielt haben. Da gibt es einen berühmten Posaunisten, Papa Boo, ich glaube, der war Schwede oder so. Der war hier berühmt, weil der das Lied Schlaf, mein Prinzlein, schlaf ein im Jazz gespielt hat. Da sind die Leute hier ausgetrickt. Ne? Sagt dir das der Name Medium Terzett noch was? Ja, 70er Jahre Fernsehen, die genau. Waren doch ständig die auch im Blauen Borg da. Und in allen möglichen. Die haben viel sowas gemacht. Die haben viel so Melodien auch genommen und haben die dann so gespielt, ne? Muss sie denn zum Stelle hinaus? Das war nicht nur ein Hit, den Elvis gebracht hat, sondern haben die auch gesungen. Ja, so ein paar Biermöselblasen heute zum Beispiel. Die sind fantastisch. Sind ja auch Leute, die das aufgreifen. Also es ist jetzt nicht ganz im Nichts, wo du da anfängst, aber doch mit einem Impuls, der jetzt, es ist so... Ich muss auch mal ganz klar sagen, in einem sehr kleinen Bereich nur, ne? Die bayerische Volksliederkultur so extrem schön ist und von all diesen Musikern, die da leben, hochgehalten wird. Matthias Schriefel, ganz vorneweg, ein fantastischer Jazzmusiker, der eben diese Tradition, weil der aus so einem Musikhaushalt kommt, wo die alle, die das gespielt haben, Biermöselblasen, die machen unglaublich schöne, auch ganz traditionelle Veranstaltungen in so Dorfkneipen und die haben da, glaube ich, in ihrem Ort auch so ein Kulturhaus aufgebaut, wo die so Tänze machen und all sowas. Das gibt's in Westfalen so nicht. Also hier musst du, dass ich ein Buch gefunden habe mit westfälischen Volksliedern, das ist eigentlich für mich ein ziemliches Novum, weil jetzt kommt noch ein anderer Witz oder eine witzige Anekdote. Mein Nachbar hier vorne, der hier wohnt, Herr Hesselmann, Professor Dr. Hesselmann, seinerseits Professor für Germanistik mit Schwerpunkt westfälische Germanistik und unter anderem auch kennt sich gut aus mit der Droste und so weiter. Ja? Hat mir, ich habe ihn eingeladen, gesagt, wir haben hier gesessen, genau an dieser Stelle, und er hat mir ganz viele Dinge gezeigt und dann auch aufmerksam gemacht, dass das LWL-Museum, die LWL, eine Abteilung hat,
für Volkslied, westfälische Volkslieder. Das heißt auch so, westfälische-liedersammlung.de. 2000 oder mehr Einträge digital, digitalisiert, kann man alles nachlesen, sich anhören und so weiter. Und das ist natürlich ein Riesenwust, denn da musst du erst mal durch. Dann habe ich gedacht, ich rufe jetzt bei der LWL an oder bei dem LWL und frag mal, wer sich dafür denn dann zuständig erklärt. Und mit dem, ich kürze das mal ab, niemand. Ach. Nein. Das liegt da rum, keiner kennt es wirklich so inhaltlich. Ne? Man könnte jetzt natürlich nach Notbeck gehen und mit den Leuten da sprechen oder mit dem Center of Literature in der Hülshoff. Das werde ich auch definitiv tun. Und man muss wissen, dass die Gebrüder Grimm und eben auch unsere, wie heißt unsere Dichter, jetzt komme ich gerade nicht auf den Namen, aber gerade hatte ich sie noch hier, unsere Droste-Hülshoff. Dankeschön, die Frau Droste-Hülshoff, ja auch Lieder geschrieben hat. Ne? Und auch ihr Onkel Musiker war und die waren mit den Grimms befreundet und die Grimms kommen hier auch drin vor, die machen nämlich in diesem Buch hier die, schreiben sie die Anmerkungen, die hinten drin sind, sind von den Gebrüdern Grimm. Ach. Die machen vergleichende Liedanalysen und so da drin. War das auch nicht teuer? Das hat 40 Euro gekostet. Ach, das geht das ja. Das geht eigentlich. Also für so ein tolles historisches Dokument, was es ja so nicht gibt. Es ist nicht ganz außer, und das ist so ein schlecht erhaltenes Exemplar, deshalb nehme ich das als Arbeitsdruck, aber ich besorge mir es auf jeden Fall nochmal als schön. Aber sag mal, was du da alles nur jetzt kurz anreißt, das ist ja ein, das könnte ja eine Lebensaufgabe werden und nicht nur ein einjähriges Projekt, oder? Ich möchte, also danke, dass du das so ansprichst. Ja, natürlich. Ich möchte sehr gerne, dass das weitergeht und dass das nicht an diesen 1250 Jahren hängen bleibt. Hier haben wir einen schönen Aufhänger und können das machen. Natürlich habe ich habe schon weit vor der Zeit angefangen, mich damit zu beschäftigen. Und das war auch für das Gremium letztendlich auch ein Entscheidungspunkt, dass sie gesagt haben, ja, der hat auch Ahnung davon. Das ist jetzt nicht irgendwie so eine Eintagsfliege, sondern der kommt mit einer Idee, die er auch schon vorgefüttert hat. Wir haben ja diese CD gemacht und ich glaube, dass das beim LWL jetzt hier gerade gut aufgehoben ist. Ich habe mit dem Heimatbund, der auch beim LWL ansässig ist, im letzten Jahr zusammengearbeitet. Da haben wir verschiedene Heimatvereine angesprochen und so. Vielleicht mal ganz kurz dazu mal was zu sagen für diese ganze Geschichtshintergründe und so. Die Heimatvereine haben gerade richtig zu kämpfen. Also die sterben aus und die Gefahr, dass sich da keiner mehr drum kümmert und den jüngeren Leuten halt diese Arbeit zu viel ist, Vereinsarbeit ist ein schweres Thema. Da stehe ich auch ein bisschen ratlos davor. Ich habe keine Antwort darauf. Also ich kann auch nur sagen, ja, ich kümmere mich. Ich gehöre zu den Jüngeren, obwohl ich 62 bin. Ne? Und das ist so wie ähnlich wie in deiner Geschichte, die du mal erzählst, von deinem Chor, von dem wunderschöne Story, die da eben erzählt von dem Chor, der Nachwuchs braucht und dann das rekrutiert aus den Leuten, die da sind. Das sind halt dann in dem Moment ausländische Mitbürger, die jetzt hier schon lange leben. Aber ich wusste gar nicht, dass du dir meine Nummern so genau anhörst. Oh, okay, ich bin ganz genau dabei, wenn du auftrittst. Das weiß ich wohl. Ja, ich bin auch sehr froh, dass wir zusammen schon so viel gemacht haben. Und ich schätze deine Arbeit auch sehr, auch deine journalistische Arbeit. Das ist, weil es macht einfach Spaß, mit Leuten zu sprechen, die eine Ahnung haben, ne, von irgendwas. Dankeschön. Kann dich aber nur zurückgeben. So, jetzt haben wir aber auf uns zu bewahren. Ja, haben wir jetzt das Projekt schon in so im Großen und Ganzen umrissen oder fehlt noch ein wichtiger Punkt? Nee, also die wichtigen Punkte sind halt einmal die Auseinandersetzung mit westfälischen Volksliedern, aber das in diesem Fall jetzt in Zusammenarbeit mit ausländischen Künstlern. Und diese ausländischen Künstler zu finden, das ist eine Herausforderung, weil wir die kennen die teilweise nicht und müssen die erst kennenlernen, die überhaupt zu finden. Das habe ich mir etwas einfacher vorgestellt, aber gut, dass ich es mir einfacher vorgestellt habe, sonst wäre ich wahrscheinlich nicht angefangen mit dem Thema. Und jetzt muss ich halt viele, ich bin jetzt dabei, das Programm oder das Projekt nochmal zusammenzufassen. Ich bin total dankbar, dass der LWL und die LWL Kulturstiftung in erster Linie mir die Möglichkeit gibt, dieses Jahr wirklich zu recherchieren. Ja, das ist auch wichtig, ne? Dass man nicht immer nur so auf Output guckt und so weiter. Denn das wäre natürlich jetzt auch meine Frage auch gewesen. Wir sind jetzt ja an einem frühen Punkt, wo wir das Gespräch führen, weil du es ja auch medial auch begleiten wirst, das Ganze. Aber jetzt ist noch gar kein Moment, wo man sagen kann, dann geht's los oder so etwas. Oder doch schon so ungefähr.
Also es ist du jetzt, bist wirklich dabei, jetzt du gestaltest los. Es jetzt. Genau, jetzt geht's los sozusagen. Und das Schöne ist, und da bin ich auch doppelt dankbar für, natürlich können wir jetzt, wenn wir im nächsten Jahr die Konzerte machen, es werden ungefähr 10 Konzerte werden, das ist klar. Aber wo und wann die stattfinden, das hängt von vielen verschiedenen Kriterien und Umständen ab. Es können jetzt an Jubiläen angeschlossen sein, es kann an Projekte angeschlossen sein, die mit diesem Projekt 1250 Jahre zu tun haben. Und ich muss jetzt überhaupt erstmal auch die Finanzen ordnen. Ne? Also so Leute ja, irgendwie einzuladen und so, ist leicht gesagt, das muss auch bezahlt sein. Ich kriege viel Unterstützung, meine Projekte werden sehr gut unterstützt vom Land Nordrhein-Westfalen durch die regionale Kulturförderung, dann eben LWL Kulturstiftung, das ist allerdings jetzt auch ziemlich exklusiv, die LWL Kulturstiftung möchte dieses Projekt auch wirklich alleinig fördern, was völlig korrekt ist. Aber meine Arbeit ansonsten, gerade im ländlichen Bereich, wenn ich dich sehr wichtig finde, wir gehen ja wirklich raus, du bist ja auch öfter schon mit deinem Freund Lessi Sternfeld ne, bei uns in der Literaturreihe aufgetreten, was ich hervorragend finde. Und man merkt eben, dass in den ländlichen Bereichen, wo Kultur nicht die größte Rolle spielt, um es mal vorsichtig auszudrücken, das sehr dankbar angenommen wird. Ja, das kriegt man immer wieder mit und das ist einfach auch so schön, weil man dann auch immer merkt, es ist aber eigentlich eine große Grundbereitschaft da. Ne? Allerdings eben dann halt auch, man muss viele Schritte machen, um sich irgendwo eine Karte zu kaufen, sich erstmal zu informieren, wo was läuft und ist das auch was für mich und interessiert mich das und wie komme ich dahin. Und so diese Geschichte, den Leuten quasi auf den Schoß zu hüpfen, weil deine Bühne ja so mobil ist und so weiter, das hat echt zu schönen Erlebnissen bisher immer geführt. Es hat so dieses Honigtopf- oder Zuckerhaus-Effekt, ne? Wenn dann die Leute sehen das und denken, oh, das ist aber schön, da gehe ich mal hin, egal was da drauf gespielt wird. Und dann haben wir sie. Ne? Ja, und das eben gerade dabei eben auch schön, weil das Volkslied ja wirklich auch an was andockt. Und ich glaube, es ist auch der Moment, wo man es machen muss. Denn irgendwann 20, 30 Jahre vergammeln lassen, ich glaube, dann ist es irgendwann also auch mal weg. Ne? Das hat mich schon erschreckt, dass die Leute vom LWL mir sagten, niemand kümmert sich darum. Niemand fragt es ab. Und du kannst es online angucken. Da sind teilweise auch Audioaufnahmen dabei, wo Leute in den 70er, 80er mit Tonbandgeräten rumgefahren sind und haben Leute einfach das Mikrofon unter die Nase gehalten und sing mal. Ne? Da sind ein paar echte Schätze dabei. Aber die alle durchzuhören, da muss ich schon sagen, das ist eine harte Nummer. Also es wird eine Auswahl geben. Irgendwann muss man sagen, so jetzt ist aber gut, mehr gibt's nicht. Und dann konkrete Arbeit. Richtig. Und ich hoffe, damit Menschen zu inspirieren, das auch zu machen. Das Schöne ist ja, wenn du ein und dasselbe Stück 10 Jazzmusikern gibst, kommen 10 verschiedene Versionen dabei raus, die alle schön sind. Mhm. Und dann ist das doch eigentlich auch eine Weitergabe von Tradition, finde ich. Wenn die sich alle dann beziehen und auch sagen können, okay, da kommt es her, das ist die Originalmelodie, so kennen wir sie und jetzt haben wir das und das verändert, das finde ich eigentlich eine ganz, ganz tolle Adelung des Erbes in dem Moment. Da höre ich jetzt gerade das wunderschöne Schlusswort. Ja. Danke, Sebastian. Ja, danke dir für das schöne Gespräch. Ich finde das immer super. Klasse. Der Wald- und Wiesen-Podcast. Mit Sebastian Netter.